Wie lang soll man denn machen? Roundabout 10, 15 Minuten wieder, oder Max? Ja, so. Wenn du ein bisschen in die Richtung, so ist besser, ja. Jetzt bist du Echt? genau mittig, ja. Wahnsinn. Und so? Besser? So ist perfekt. Los geht's! Du oder Wer ich sagt bist heute dran. Grüß Gott? Achso. Grüß Gott. Ja. Willkommen zurück bei 24/11. Ja. Über was sprechen wir heute, Bene? Misch nix. So, ihr seht's, für diejenigen, die das Video schauen und nicht den Podcast hören, wir haben im Hintergrund auch die Homepage mal von Porsche offen, und scrollen da einfach mal durch. Ja, Mission X, The Call of Tomorrow. Ja, was sind deine ersten Gedanken dazu? Viele. Ich finde ihn tatsächlich von vorne schön, also mir gefällt er. Das Einzige, wo ich einen Kritikpunkt habe, ist die Leuchten am Heck. Die finde ich, ich muss jetzt meine Worte wählen, nicht, dass das wieder oder nicht, dass das gemein klingt. Das soll es natürlich nicht. Ich bin ja auch kein Designer, aber mir sind die zu wuchtig. Irgendwo. Ich weiß nicht, wie ich es anders. So von der View jetzt, also so von hinten, unten nach oben, finde ich das spannend aufgrund dieser Trägerstruktur. Ich mag das, den Blick von der Seite drauf nicht mit diesem dicken, optisch dicken Riegel, wie er da aussieht irgendwo. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll jetzt. Ja, Vielleicht der hast du halt da praktisch, bessere Worte für mich. der auch raussteht sozusagen in der Seitenperspektive ein Genau. bisschen, ne? Hier, Also, ja, da wo jetzt die Maus ist, perfekt. Eben hinten dieser. Vielleicht wäre es besser, also für mich optisch besser, wenn der in Wagenfarbe wäre. Weißt du, dann wäre es für mich eine homogenere Linie irgendwo. Für mich sticht der so zu arg raus. Aber sonst finde ich ihn schon spannend, muss ich sagen. Also ich finde es cool. Es ist mal was Neues. Du siehst 918-Anklänge irgendwo und also. Ich finde den schon irgendwie cool. Was meinst du? Vielleicht fangen wir mal mit den, jetzt sind wir schon ins Design eingestiegen, aber erstmal sozusagen die Basics. Also im Prinzip ist es ja erstmal ein Konzeptfahrzeug für ein mögliches nächstes Hypercar. So wie wir Porsche kennen und auch so, wenn ich die Pressemitteilung lese, steht ja wieder drin, dass noch nicht entschieden wurde, ob das Ganze in Serie kommen soll oder nicht. Fun Fact, ich habe aber eins gesehen, das Fahrzeug hat sogar schon eine Fahrgestellnummer. Ja. Was bei Prototypen sehr unüblich ist. Und ich würde mal sagen, so wie wir Porsche kennen, Carrera GT wurde als Konzept vorgestellt, ist fast identisch, würde ich sagen, in Serie gegangen. 918 Spyder auch als Concept Car vorgestellt, auch ein paar Jahre später fast identisch in Serie gegangen. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir schon zu 90%+ im Prinzip das fertige Konzept des 918er Nachfolgers als das nächste Hypercar von Porsche sehen. Ich hoffe, sie lassen sich nicht wieder etliche Jahre Zeit zwischen Vorstellung und realem Auto sozusagen. Ich glaube beinahe schon. Ich meine, Carrera GT, wenn ich es nicht ganz falsch durcheinander würfe, 2002 Konzept, 2004 Serienproduktion, also 2 Jahre auseinander. 918 waren, glaube Naja, ich, aber sogar zwei ist drei nicht so schlimm. Jahre, wenn mich Ja. nicht alles täuscht. Also ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn es denn kommen sollte, ich würde persönlich vermuten, so Richtung 2025, eher 26, überhaupt was sehen werden in die Richtung, ja. Denkst du, er bleibt rein elektrisch oder haben wir noch Glück und kriegen was Schönes rein mit einer Zusatzunterstützung Ich elektrisch? bin mir zu 99% sicher, dass er rein elektrisch bleibt, Ich weil leider auch. man würde, glaube ich, kein Concept Car vorstellen, voll elektrisch und dann doch was anderes bringen. Falls sich irgendwie an den Regularien, Gesetzgebung und Co. nochmal drastisch was ändern sollte, kann man sicherlich nochmal den Plan verwerfen. Aber ich sag mal so, Carrera GT wurde schon als Konzept mit dem V10 Sauger vorgestellt, kam auch so 918 Spyder mit dem V8 Biturbo Ja. und Hybrid als Konzept. Und Hast du ich schon glaube recht? einfach mit der Porsche-Strategie der Elektrifizierung, der nächste Hype oder das nächste Hypercar wird sicherlich voll elektrisch werden. Ja. Aber wie sagt man so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt, mein Freund. Hoffnung stirbt zuletzt, bringt uns aber auch schon zum Antriebsstrang. Ist ja, wie gesagt, nochmal als Konzept vorgestellt, aber voll elektrisch. 2000 PS oder wie viel waren das?
Ja, auch interessant von Porsche, sie haben ja gar nicht vorgestellt, welche Leistung er kriegen soll, sondern dass das Leistungsgewicht bei 1 zu 1 liegen soll. Ich würde mal davon ausgehen, dass wir uns bei so einem Fahrzeug, ich sag mal, alles zwischen ja, 1,6 wahrscheinlich und 1,9 Tonnen irgendwo bewegen, wenn wir einen voll elektrischen Antriebsstrang drin haben mit einer 900-Volt-Technologie. Ja, Von denke dem ich auch. her, ich schätze mal, alles zwischen 1500 und 2000 PS sollte er haben. Ja. Ja gut, aber 1500 bis 2000 elektrische PS ist ja auch nicht nix. Auf alle Fälle. Deswegen, ich meine, er ist ja auch schon angekündigt nach dem Motto, falls er denn kommen sollte, soll es das schnellste straßenzugelassene Fahrzeug auf der Nordschleife werden. Was schon eine Hausnummer ist, wenn man überlegt, dass jetzt aktuell der AMG One oder ehemals Ja. Project One, ich glaube mit Roundabout, einer hohen 630er, Ja, eine Rundenzeit hingelegt aber hat. ja. Ich bin gespannt, was wir sehen werden, aber ich denke schon, es wird noch 2, 3, 4 Jahre weg sein. Ja. Vielleicht kommt ja ein GT2 RS, der dem AMG One die Rundenzeit abnimmt. Man munkelt, ja. Man Was munkelt. sagst du denn jetzt zur Optik? Deine Meinung auch noch mal gefragt. Ich habe das Fahrzeug noch nicht live gesehen. Vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, wo das Video hochkommt, das Fahrzeug steht ja gerade im Porsche Museum. Vielleicht haben wir noch die Chance, mal im Museum das Ganze nochmal live zu sehen. Wenn ja, würden wir auch ein paar Bilder noch hochladen und reinschneiden. Bisher, ich Ja. kenne es jetzt auch nur hier von der Homepage. Ich bin tatsächlich bei dir, ohne dass wir uns vorher drüber unterhalten haben. Ich finde die Front eigentlich das Schönste am Fahrzeug, Die muss ist ich gut. sagen. Mir gefallen dir die Lichter vorne, ganz kurz rein, zwischen reingefragt. Die Licht, Ich ja, hätte es die tatsächlich, Frontlight. glaube ich, schöner gefunden, wäre der untere Teil einfach weg gewesen. So ist es Ja. schon sehr weit runtergezogen. Auch da, aber wenn man wieder die Designer hört, ne, im Prinzip angelehnt an die alten Rennfahrzeuge, die immer hochkant standen, wie auch bei einem 917 und Co. Das heißt, ist natürlich schon interessant, was man alles reininterpretieren kann. Ich muss sagen, insgesamt, ich finde das Fahrzeug Porsche typisch. Es ist nicht irgendwie extrem im Sinne von verspoilert oder geht nicht in die, ich sage jetzt mal, italienische Richtung. Es ist klassisch. Was mir wirklich gut gefällt, ist im Prinzip, wenn man seitlich drauf schaut, der vordere Teil, Ah, ist die super. Finde Kanzelansicht, ja, diese geteilte Scheibe erinnert mich an McLaren F1. Der ich. hatte Ja, das auch. stimmt. Oben das Fenster hatten auch teilweise die 917er. Ich glaube, wenn sie in Daytona gefahren sind, dass sie in der Steilwandkurve praktisch die Sicht eben über diese Glaskuppel hier oben raus haben. Also ich muss sagen, Front und Seite finde ich gut. Ich bin tatsächlich bei dir. Ich finde, das Heck gefällt mir nicht. Ich sage es so ganz direkt. Ich bin auch bei den Rückleuchten und ich finde, das ganze Fahrzeug ist sehr rund und geschwungen und irgendwie sind die Leuchten sehr eckig. Ja, das ist, ja, Und stimmt, hast recht. irgendwie passt für mich das Heck nicht zum Rest zum Fahrzeug, wenn man es mal so sagen darf. Und auch gerade in der Ansicht so schräg von hinten. Mich hat es irgendwie an den, ich glaube, der heißt Daytona SP3 ein bisschen, an den Ferrari erinnert, der auch die Querlamellen hat und dann oben ein Ja, ich weiß, was du Leuchtband. meinst. Ja. Ist tatsächlich, also Heckansicht ist bisher nicht meins. Ich bin mal gespannt, Jetzt. wie es live ausschaut. Aber es ist irgendwie, wie du sagst, so eine wuchtige, eckige Leuchte, die irgendwie nicht so zum Rest vom Fahrzeug passen will und auch einfach irgendwie nicht integriert ist, ne? Ja, das ist das. Danke, das sind die besseren Worte wie meine vorhin. Ich finde, das nicht integriert ist richtig. Also das ist genau das, was ich vorhin eigentlich sagen wollte. Ja. Was sagst du zu den Felgen, ganz kurz? Felgen finde ich richtig gut tatsächlich. Für diejenigen, die es sehen oder für diejenigen, die es nur hören, im Prinzip ist es ja ein neues Felgendesign, hinten mit einer Art transparenten, so wie es Disk. früher hieß, Turbofan oder wie es auch Mantei Ja. macht, mit den Covern praktisch für Aerodynamikzwecke. Felgen gefallen mir, Mir absolut. auch, finde auch schön. Was sagst du zur Farbe? Weil dann können wir in den Innenraum hüpfen. Farbe finde ich auch cool, auch mal was anderes als das ewige Silber in der Vorstellung. Trifft auch ein bisschen die Mode gerade, ne? Wenn man mal so rumguckt, es ist ein bisschen mehr braun, diese erdigen Töne, die dann auch ins Creme übergehen und so weiter. Der wird ja gerade doch ein bisschen mehr auch bestellt von der Kundschaft irgendwo, scheint mir so. Ja. Ist schon, Finde trifft den halt wieder Ton den ganz gut. Zeitgeist, ne? Ja. Und du hast es gerade schon angesprochen, wenn wir zum Innenraum kommen. Ich muss sagen, Highlight für mich persönlich am Absolut. gesamten Fahrzeug, absolut der Innenraum. Ja. Weltklasse ist der. Der ist, also ich finde den
unfassbar gelungen. Und nochmal, ich bin der Meinung, Porsche hat die Concept Cars immer so dermaßen nah an der Serie gehabt. Egal ob, wie gesagt, Carrera GT oder 918 Ja. Spyder. Natürlich gibt es immer ein paar Elemente, die futuristischer sind. Beim 918 waren es die Kameraspiegel. Hier wird es sicherlich das Lenkrad sein, was so nicht kommen wird, schätze ich. Wahrscheinlich. Ja. Aber Wobei der ansonsten... Tesla hat ja Zulassung in dem S-Plate, glaube ich, bekommen für ein Lenkrad, das irgendwo das hier so ein Genau. bisschen in die Richtung geht. Also Ja, stimmt auch werden wieder, wir ne? es sehen. Ich Vielleicht fände es geht's ja in die cool, wenn Richtung. es wirklich so kommen sollte. Ja. Aber Ist der... schon eine Ansage, ja. Nee, aber insgesamt, also wenn wir sagen, dass die restlichen Elemente oder insgesamt die Elemente schon, denke ich mal, stark auf das Seriendesign abzielen, muss ich wirklich sagen, das ist für mich das absolute Highlight. Ich finde, da hat Porsche auch wirklich jetzt mal Ja. designtechnisch einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht und auch im Absolut. Zeitgeist, weil wenn wir ehrlich sind, die bisherigen Sitze, egal in welchem Sportwagen, waren die 918er Sitze. Na, das ist wunderschöne Sitze. Wir haben sie ja auch beide in den Fahrzeugen, aber im Prinzip designtechnisch auch schon wieder ja, über 10 Jahre alt am Ende des Ja. Tages. Und hier finde ich, hat man sich wirklich mal was getraut und ich hoffe, dass so viel wie möglich von dem Innenraum oder von der Studie nachher wirklich in die Serie transportiert wird, weil es wirklich mal, finde ich, ein großer Sprung ist nach vorne für einen modernen, sehr klar. Trotzdem irgendwo klassischen, aber sehr schönen Innenraum, ja. Ich sehe hier auch gerade rechts beim Beifahrer ist ja auch Ja. irgendwo noch so ein Rundenzeiten-Messelement oder was auch immer das ist. Doch, ist glaube ich ein Ja, ist auch wieder ein Rundenzeitmesser. Timepiece, ja. Finde ich wieder ganz schön, dass der anscheinend analog zu sein scheint, ne? Ja, Mit Druckknopf an der Seite. Also, wenn das tatsächlich so kommen würde, ist der Wegfall des klassischen Drehzahlmessers in der Mitte nicht ganz so schlimm. aber dann ist doch eigentlich schon unser Fazit da. Innenraum am besten so lassen, wie er ist. Farbe und Absolut. Felgen können auch übernommen werden und Front an auch. der Exterior-Optik noch ein bisschen feilen. Und dann haben wir doch, würde ich sagen, einen würdigen Nachfolger für den 918er, oder? Also ich sehe es so, dass wenn Sie am Heck, an den Leuchten hinten noch ein bisschen was machen, hier siehst du es ganz gut, ne? Genau, die Dieses, Struktur, ne? wie Tobi vorhin gesagt hat, sorry für die, die den Podcast hören, aber ihr könnt euch ja auch das Video bei YouTube anschauen. Diese massive Struktur, die, so wie du vorhin gesagt hast, irgendwie für mich in meinem Designverständnis nicht ganz in die schönen Rundungen des Restautomobils übergehen. Aber ja. Auch Wie schön findest du formuliert. diese Zweifarbigkeit? Ich persönlich bin immer ein Fan von Symmetrie, zumindest was Farben angeht. Es gab ja jetzt zum Beispiel auch einige, die haben unterschiedliche Stickungen in den Kopfstützen drin zwischen Ja. Fahrer- und Beifahrerseite oder sogar abweichende Fadenfarben. Ich finde es für ein Concept Car perfekt. Finde ich Eyecatcher auch. definitiv. Ich persönlich in der Serie würde es einfarbig machen. Ja, gut, kannst du ja wahrscheinlich eh bestellen, wie du lustig bist nachher. Also, Wenn es da, denn jetzt produziert mache wird, ich ne? übrigens den Tobi. Wenn einer dann 2025 eine Quote hat, gern mal melden. Dann, das bringt mich aber zur nächsten Frage. Was denkst du, was er kosten wird und wie viel Stück es geben wird? Also, ich denke, dass wir mit dem Auto. Was kosten Hypercars heute? 3 Millionen sind bei manchen auch keine Seltenheit. 1,5. Ich tippe schon, dass der irgendwo an der Million kratzen wird. Also kann ich mir schon vorstellen. Meine Vermutung wäre ja, wir sehen ein Auto, was viele Zweier hat. Das heißt, meine Vermutung wäre, wir gehen Richtung 2000 Kilo, weil je nachdem, bei der Performance brauchst du ja auch eine gewisse Batterie, um im Prinzip halt auch eine Reichweite zu generieren und somit hast du Absolut. automatisch Gewicht. Das heißt, meine Vermutung wäre, wir gehen eher Richtung 2000 Kilo als Richtung 1500 Kilo. Ich glaube, 1500 ist beinahe unrealistisch mit der Batterie, aber ja. Ja. Deswegen, auch wenn Sie sagen, Sie haben eine Leistungsangabe von 1 zu 1 als Ziel, werden wir auch irgendwo Richtung 2000 PS sehen. Und man muss ja auch sagen, Porsche ist ja mittlerweile stark in Rimac aus Kroatien investiert. Und am Ende des Tages ist es ja doch einem Konzept von einem Rimac Nevera recht ähnlich, der, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwo bei 1900 etwas liegt, sowohl gewichts- als auch leistungstechnisch. Ja. Würde auch in die Richtung gehen. Ich weiß nicht, was der Rimac kostet. Ich würde Weiß ich auch nicht. schätzen, wir sehen ein Fahrzeug limitiert, was irgendwo in der Serie nachher wahrscheinlich wieder irgendeinen Namen kriegt mit einer neuen. Also
keine Ahnung, ob er nachher 963 Street, 919 Street oder irgendwie sowas heißt und dann dementsprechend auch auf die Stückzahl limitiert ist, wäre meine Vermutung. Und preislich sage ich schon, dass wir uns deutlich, deutlich über 1 Million befinden. Also wie gesagt, ich denke auch, die Million ist das untere Limit. Auf die Stückzahl bin ich jetzt gar nicht zu sprechen gekommen, aber ich stimme dir da absolut zu, dass du wahrscheinlich anhand des Namens die Stückzahl ablesen werden kannst. Ja, wenn wir immer mit Zweier, wenn du das gesagt hast, das ist alles mit einer Zweier, also dann sage ich mal 2 Millionen. 2 Millionen. Dann sind wir doch mal Glaube ich nicht, glaube gespannt. ich, ist zu viel, glaube ich nicht, dass es das wird, aber ich denke schon, dass wir über die Millionen rüberrutschen. Wenn wir schon im Ratespiel sind, eins werfe ich noch ein. Er ist ja schon so ein bisschen auch eine Anleihe an 917 und Co. von der Dachkanzel und Form. Ja. Ja, wir haben im, ich glaube, 919 Street Konzept hatten wir gesehen, dass es ein Le Mans-Paket gab. Ich sage jetzt einfach mal, wir werden hier bei dem Auto auch eine Option eines Le Mans-Pakets sehen und nicht eines Weissach-Pakets oder vielleicht sogar beides. Ich bin sehr gespannt. Ich würde Ja. sagen, wir haben euch genug zugequatscht. Uns interessiert es natürlich auch, was ihr vom Fahrzeug haltet. Sowohl, sage ich jetzt mal, Antriebsstrang das eine, aber auch Optik das andere. Schreibt's Schreibt es uns gerne. gerne mal. Genau. Entschuldigung, bitte nach dir. Schreibt es uns gerne mal rein. Und dann würde ich dir das Schlusswort überlassen, Bene. Ja, ob ihr das bei YouTube uns schreibt, bei Instagram, wo auch immer, einfach gerne melden. Was sagt ihr zur Farbe? So wie der Tobi das auch schon gesagt hat, Innenraum, Außen, was gefällt euch? Wir freuen uns aufs nächste Mal. Können wir schon einen Teaser raushauen, was wir das nächste Mal besprechen? Oder, nee, Überraschung. Schauen wir dann. Ja, Keine. ich glaube, es gibt schon das ein oder andere Thema. Schauen wir mal, was als nächstes kommt, ja. Ja, wir haben da schon was auf einer Liste. Also, Genau. dann schönen In diesem Sonntag noch Sinne, an alle. Trinkt danke euren fürs Kaffee. Zuschauen oder Zuhören, ja. Porsche Coffee Talk. Ah In nein, diesem Entschuldigung, Sinne. falsch. Sunday Coffee Talk mit 24/11. Jetzt sind wir wieder dabei. Ab Wunderbar. sofort jeden Sonntag. Ja. Alles klar. Schönen Sonntag, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao. So, jetzt musst du nur irgendwie die Bildschirmaufnahme speichern, ne? Die Bella kommt schon. Die hat Dieser die. entsetzte Blick. Du musst die Bildschirmaufnahme tauschen, speichern. Was? Für das, dass nur ein Hobby ist, ist ultra aufwendig. Ja. Hashtag rausschneiden. Nee, das lassen wir drin.